Mahlzeit, Freunde, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ihr seht schon, das Platinum Addon ist heute Mitternacht rausgekommen und ich habe richtig Bock und ich würde sagen, wir regen dann auch direkt los. Da sind wir natürlich auch schon mitten im Spiel drin. Ja, wie ihr seht, ich mache mal kurz die Karte auf. Moment, wir sind auf Mühlenkreis unterwegs. Gab nämlich ein kleines Problem. Ich habe das Platinum Addon installiert und irgendwas habe ich wahrscheinlich verrissen. Man kennt mich ja und meine ganze Spielstände waren weg. Und jetzt, also ich habe geguckt, normalerweise ist es nie so. Also ich muss, vielleicht habe ich, irgendwas habe ich verrissen. Keine Ahnung. Ich weiß es noch nie genau. Wie auch immer. Techniker am Berg auf jeden Fall. Ich habe mich jetzt für den Hof 2 entschieden. Den gab es eigentlich zu einem guten Preis hier. Seht ihr ja, so ungefähr 200.000 habe ich jetzt knapp bezahlt. Weil ich hatte 1.500.000 Kredit. Ist klar, wenn man bei Null beginnt, ist es immer so. Und ich dachte mir, Mensch, brauchst natürlich auch schöne Maschinen. Und da das Glas-Addon natürlich jetzt, oder das Platinum-Addon, wie auch immer man das nennen möchte, jetzt am Start ist, musste ich mir natürlich einen Glastraktor kaufen. Das war ganz klar. Also das ist, da muss man einfach mitgehen. Nee. Ich finde es einfach geil. Ich muss sagen, ich finde es wirklich gut. Glas bei uns in der Region auch sehr, sehr viel vertreten. Ich würde sagen generell sehr viel vertreten. Ne? Glas ist ja wirklich ein Riesenfirma. Und ich finde es klasse, dass das hier so hingehauen hat. Natürlich gleich mal einen Anhänger gespannt besorgt, weil das wäre nämlich brauchen. Mir ziemlich sicher, dass wir das brauchen werden. Das mal ein bisschen raus. Zoomen hier, dass wir den anderen Anhänger noch anhängen können. Ist nämlich alles ein bisschen schmal auf dem Hof, ne? Das hat ja die Karte ja so an sich, auf die Ausfahrt. Das ist wirklich sehr, sehr überschaubar. Das ist, also muss ich euch leider enttäuschen, wie die sich auf die RP-Projekte etc. gefreut hatten. Die kann man so jetzt leider nicht mehr produzieren. Aber es wird natürlich was Neues kommen. Jetzt in der Zeit müsst ihr euch erstmal mit dem Singleplayer zufrieden geben. Das geht leider momentan nicht anders. Stehen ein paar große Investitionen bei mir jetzt an, im Privatleben. Deshalb erstmal nur Singleplayer-Projekte. Das zeigt mir nicht den Blinker an hier, aber blinken tut er, ja. Na gut. Dann kann ich das lassen. Mal auf den Zug aufpassen. Sieht gut aus. Dann würde ich sagen, schwingen wir uns mal rein. Fahren wir einfach mal hoch zum Hof. Gucken wir uns das mal an, weil da müssen wir uns nämlich auch noch Gedanken machen, was brauchen wir, was wollen wir hinstellen, ne? Ganz klar. Karte einblenden für euch. Ich kenne die Karte ja mittlerweile schon fast auswendig. Wir haben ja schon sehr, sehr viele coole Projekte gestartet gehabt hier im Mühlenland, Mittelkreis, wie auch immer. Können wir Vollgas geben, da nur 50 fährt hier. Ja, wir fahren außen rum. Ach, Mais habe ich auch. Ach ey. Ja, da müssen wir uns erstmal einen Überblick verschaffen, was hier eine Phase ist, ne? Ich hoffe, das ist nie zu laut für euch. Mal meinen Bildschirm ein bisschen leiser stellen. So.
Schauen wir mal rein. Also wie gesagt, Arion 660 mit Pflegebereifung und Frontladeranbau, Blinker angelassen. Ja, schon besser. Und standardmäßig Zwergliner dazu. Und das ist jetzt unser Hof hier. Die Karte nochmal oben rechts. Ne? Gucken wir mal rein. Was brauchen wir auf jeden Fall? Also ich weiß ja, brauchen am Anfang definitiv eine Schlafmöglichkeit. Ganz klar, für mich zumindest. Immer schlafen. Würde ich jetzt erstmal, solange die Kohle mit der Kohle noch so aussieht, wie es aussieht, die Liegestühle bevorzugen hier. Die stellen wir uns einfach hier an den Rand. In der Hoffnung, dass er keiner umfährt. So, dann brauchen wir Silo, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen am Anfang. Ne? Gibt es schöne Hallen mittlerweile. Da wir was, da wir ja Anhänger zum Durchfahren haben, würde ich ja fast schon behaupten, dass Easy Shelter ist der Junge langweilig. Die Anhänger kann man ja draußen stehen lassen. Ich würde sagen, wir nehmen erstmal ganz klassisch diese wunderbare Leimgebindehalle. Da ist der Wasseranschluss, da müssen wir aufpassen. Stellst du es halbwegs gerade hier? Ja. Ja. Jawohl, gut, wunderbar. Hier ist nämlich der Wasseranschluss. Zuckerrüben. Ach du Schande. Gucken wir mal drüber, würde ich sagen. Das ist unser Feld. Kartoffeln, Zuckerrüben, oh je. Da müssen wir uns was mieten. Beim Händler. Und Mais. Der ist erntereif. Na gut. Das lässt sich ja machen. Dann würde ich sagen, mal einen Shop zurück. Brauchen wir noch was jetzt eigentlich vom Hof her? Ich würde fast schon, müssen wir mal gucken. Hier, was drinne? Eine Schranke. Ich jetzt doch eher ein großes Tor bevorzugen, ehrlich gesagt. Ah, da stehen die Stühle. Ja, jetzt stehen die Stühle schon wieder im Weg, ne? Obwohl eigentlich ist Quatsch. Brauchen wir jetzt eigentlich noch nie. Muss erstmal gucken, dass wir die Felder hier bearbeiten können. Zuckerrüben waren erntenreif. Auch erntereif. Na gut. Naja, mal zu umflügen ist es mir ehrlich gesagt zu schade. Dann mieten wir uns das Ding halt. Obwohl ich ja sagen muss, ich denke für Schweine zum Beispiel wären die Kartoffeln ja gar nicht schlecht. Also müsste man theoretisch noch im Lager dafür platzieren oder man macht große Haufen. Das ist jetzt die Frage. Mal gucken. Mal ein Tempomat rein.
Amerikaner angefahren, ne? Ne, doch nicht. Ja, der ist. So, sind wir schon da? Mal die ganze Karre mal ausklappen. Das sieht gut aus. Theoretisch hätte man jetzt natürlich auch zwei Reiher nehmen können, ne? Aber das, ich finde, das hat für mich persönlich jetzt einfach keinen Nutzen hier, weil ich ja mich nie auf Kartoffeln spezialisieren will, jetzt erstmal. Daher würde ich sagen, wir hauen das jetzt einfach schnell runter, das Feld hier. Ich denke mal, die Mietkosten werden wir hoffentlich wieder reinkriegen. Das lässt sich halt immer schwer einschätzen. Jetzt machen wir mal das, was man normalerweise nie macht. Wir fahren mit dem Ding um die Kurve hier. Hier am Boden hängen wir fest. Ne? Na gut. Ja, ansonsten muss ich sagen, heute habe ich leider nicht mehr so viel Zeit zum Aufnehmen. Ich muss 11 Uhr dann los. Heute ist eine Demonstration der Landwirte. Die fahren durch den ganzen Landkreis mit ihren Treckern und tun für bessere Arbeitsbedingungen und mehr Anerkennung demonstrieren. Ist sicherlich die Leute, die sich mit Landwirtschaft beschäftigen, in Begriff. Dieser Feldzug sozusagen, kann man ja fast mal sagen, also diese Bewegung. Und da stelle ich mich mit meiner Kamera hin und möchte da für euch und vor allem auch für mich ein bisschen filmen. Ja, da werden sicherlich allerhand dicke Maschinen dabei sein. Ist ja auch wirklich krass, was momentan abgeht, ne? Ich habe mich da jetzt nur mal so das, was man halt so im Internet hat, angeschaut. Das ist schon der Brüller. Die Landwirte werden nur noch beschimpft, was sie doch für böse Menschen sind und der Umwelt so Schlechtes tun, aber dass es unsere Existenz ist, Nahrungsmittel, es interessiert keinen. Die Jugend denkt wahrscheinlich, das Essen kommt wirklich aus dem Supermarkt, so wie man es manchmal schon hört von älteren Leuten.
dass die Jugend denkt, dass das Essen aus dem Supermarkt kommt oder im Supermarkt produziert wird. Dem ist ja nicht so. Dann auf jeden Fall auch die Milchpreis, brauchen wir nicht mal reden, das ist ein altes, leidiges Thema. Das ändert sich auch nie, solange wir immer noch die Importe aus dem Ausland haben. Genau das gleiche mit dem Getreide. Was soll ich dazu noch sagen? Es ist einfach traurig, was so zur Zeit abgeht. Aber in meinem Berufsfeld ist es ja auch nicht anders. Wenn ich mir so mein Gehalt angucke, dann das Gehalt von jemandem, der zum Beispiel bei Kaufland oder bei Aldi oder bei Lidl oder wo auch immer an der Kasse sitzt, kriege ich Ausbrechen. Weil er verdient mit 20 Stunden genau das gleiche wie ich mit 35. Und der muss nie den ganzen Tag alte Leute hoch und runter heben und die pflegen. Also ich will jetzt nicht rummeckern, dass es ein scheiß Job ist. Es ist kein scheiß Job, es macht wirklich Spaß, aber es ist halt ziemlich ungerecht. Das nächste Ungerechte ist, dass die Heimkosten einfach nur noch explodieren, der Staat immer weniger Geld locker macht, beziehungsweise die Krankenkassen. Und das sind aber die Leute, die unser Land nach dem Krieg wieder aufgebaut haben. Ne? Und das wird denen so gedankt, dass sie dann Sozialhilfeempfänger sind und 30 Euro Taschengeld im Monat haben. Schöne Scheiße. Naja, das sei das erste Wort für heute aber gewesen sein. Ich bedanke mich wirklich recht herzlich fürs Zuschauen. Ich denke, ich werde das Feld jetzt im Alleingang fertig machen. Oder zumindest den größten Teil davon. Und dann sehen wir uns dann beim Rüberrollen wieder. Aber wir sehen uns dann demnächst. Bis dahin, macht's gut und ciao.